In Sachen Biodiversität ist Baden eine Stadt der Taten statt Worte. Diese Parkplätze werden vom Asphalt befreit und mit einem Schneeballahorn und einheimischen Pflanzen bestückt. Mit der Entsiegelung und dem Wegfall dieser Hitzeinsel verbessert sich das Stadtklima und die Gefahr von Überschwemmungen sinkt. Denn bei Starkregen kann das Wasser im Boden versickern. Auf diese Weise versuchen wir, die Biodiversitätsförderung im Siedlungsraum mit der Klimaanpassung zu verbinden. Finanziert wird das Entsiegelungsprojekt von der Stadt Baden und mit Beiträgen aus dem Preisgeld der Sophie und Karl Binding Stiftung. Das Naturama war 2021 zusammen mit der Stadt Baden mit dem Binding-Preis für Biodiversität ausgezeichnet worden. Der Frühling steht vor der Tür und damit auch das Festival der Natur. An Veranstaltungen in der ganzen Schweiz wird biologische Vielfalt zelebriert. Im Fokus stehen dieses Jahr die Themen Biodiversität im Siedlungsraum und ökologische Infrastruktur. Ob Exkursion, Begehungen, Wanderungen oder Projektpräsentationen in der Natur. Privatpersonen, Organisationen, Gemeinden und Unternehmen werden aufgerufen, Naturerlebnisse mit der Bevölkerung zu teilen und ihre Festivalveranstaltungen jetzt anzumelden. Das Festival der Natur findet dieses Jahr zum 8. Mal statt und umfasst rund 750 Naturveranstaltungen. Der Goldene Schmetterling 2024 ist lanciert. Der vom Tier- und Naturmagazin Tierwelt in Zusammenarbeit mit Mission B ausgerichtete Preis richtet sich an Privatpersonen, die auf Balkonen oder in Gärten besonders kreativ und beispielhaft die Biodiversität fördern. Die Auszeichnung ist mit 3.000 Franken dotiert. Projekte können jetzt angemeldet werden. Weitere Infos findest du auf missionb.ch. Hast du einen Input für eine kommende Ausgabe? Wir freuen uns auf deinen Themenvorschlag. Falls dir diese Sendung gefallen hat, Daumen hoch und abonnieren. Bis bald!